Hallo Freunde und willkommen zur dritten und letzten Folge für diese Aufnahmeserie hier zum Spiel Asterix and Friends. Ja, hallo. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen gefreut, auch euch mal so ein bisschen was zeigen zu können über die Stadt, die wir zusammen aufgebaut haben, beziehungsweise wir haben natürlich parallel jeder seine Stadt gespielt und haben uns da immer bei geholfen. Und hier sieht man schon, dass es ein paar mehr Gebäude gibt und zum Beispiel, ich klappe mal hier gerade die Charaktere auf, es gibt auch, wie gesagt, schon 5 Charaktere. Wir können ja mal eben die Namen durchgehen, also es gibt hier Rumklicks, den kennen wir ja schon, dann den Demokratix haben wir ja auch schon kennengelernt. Wir haben Asterix sowieso, Obelix gibt es auch. Ja. Die schaltet man sich immer mit Quests frei, die gar nicht mal so ohne sind. Also da muss man schon ordentlich Ressourcen für finden. Dann haben wir noch hier den Gerontologix, den haben wir auch schon kennengelernt. Neu dazu ist hier der Haufix, den finde ich super. Ja. Allein schon der Name, es ist der Schmied Haufix. Fand ich einfach super passend. Dann ist hier Informatix. Den kennt er ja, den Miraculix. Fand ich schade, dass sie nicht die Rechte noch von Miraculix bekommen haben oder sich geholt haben, weil das ist ja auch einer der Kerncharaktere mit Asterix und Obelix. Aber wer weiß, wie teuer auch sowas ist. Ne? Ich habe keine Ahnung und kann da natürlich auch nichts zu sagen. Auf jeden Fall, Informatix ist jetzt auch nicht so schlecht. Und wir haben noch den Heringbaldix, Baldnix, Heringbaldnix. den kennt man ja auch. Mit seinen faulen Fischen, genau. Und der mit dem Schmied natürlich sich immer in die Wolle kriegt. Wer die Asterix-Filme kennt, weiß, was wir meinen. Ja, hier sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Hier sind keine Legionen mehr. Man hat ein bisschen mehr freigekämpft. Beziehungsweise wir haben hier ein bisschen mehr freigekämpft. Und die Brücke ist frei. Und da können wir euch direkt mal zeigen, was wir meinen. Und zwar hier steht zum Beispiel eine Zeit, die runterläuft. Ja. Was ist da los? Ja, den Bauernhof habe ich haben wir natürlich eingenommen. Und wenn man diesen eingenommen hat, laufen 50 Stunden, ich meine auch runter. Wichtig zu erwähnen, wenn man jetzt diesen Bauernhof einnimmt und hier würden noch 4 Patrouillen stehen, dann ist die Zeit nicht 50 Stunden, sondern 40 Stunden, nur mal fiktiv genommen jetzt. Und wenn man dann eine Patrouille besiegt, geht die Zeit rauf. Ja. Also man kann auch nachträglich die Patrouille noch besiegen, um Zeit zu ergattern. Ansonsten sieht das alles ziemlich gleich aus, wie ihr seht. Ne? Also wir haben halt hier jetzt ein paar Gebäude. Das ist hier die Metzgerei. Die kennt ihr ja auch schon. Genau. Und als zweites Einkommensgebäude gibt es dann eben noch den Fischmarkt. Ihr seht schon, der beinhaltet schon 1000 Sesterze, die man als Maximum beinhalten kann. Das ist schon aufgerüstet. Eigentlich sind es 900, glaube ich. Ja, ich habe noch 900. Und hier seht ihr auch schon, dass meine Metzgerei schon 400 beinhalten kann. Der Unterschied zwischen den beiden, ganz einfach. Der Fischmarkt gibt 100, aber in 30 Minuten. 90, oder? 100. Ganz am Anfang waren es 90 und dann rüstest du auf. Achso, ja, weil ich vielleicht direkt aufgerüstet habe, 100. Wir können also aber nachgucken. Ja, die erste Aufrüstung nimmt schon 100 drauf und ich habe schon 2. Ah, also weil 90. Ich habe nämlich direkt schon hochgepumpt. Ja. Also 90 und dann 100, das wird dann immer mehr, aber in 30 Minuten Schritten. Die Metzgerei gibt hier alle 3 Minuten eine Summe X. Genau. So sieht das Ganze aus. Das ist der Unterschied. Das heißt, die Metzgerei ist halt eher so für das schnelle Geld und das große Geld kommt dann eher über den Fischmarkt. Genau. Was wir natürlich nicht zeigen konnten, ist, wie kann man jetzt hier eigentlich Sachen reinpacken. Und da klickt man dann hier auf Ware. Dann seht ihr hier schon die Slots. Die anderen kommen natürlich erst mit der späteren Gebäudestufe. Die habe ich leider noch nicht. Da bin ich gerade am Anspielen. Aber ich kann euch mal zeigen, wie teuer das Ganze so wird. Die nächste Verbesserung wird schon etwas kostspielig, will ich sagen. Aber wie setzt man Waren ein? Ja, man klickt einfach drauf, dann hat man hier verschiedene Gegenstände zur Auswahl. Diese beiden kommen von dem Schwein, das man jagen kann. Ja. Und das Vieh habe ich, glaube ich, auf dem Feld gefunden. Ja, ich habe auch mal so ein Vieh gefunden. Ich glaube, Hühner kommen vom Feld, dann gibt es noch Hasen, die kommen aus den Bäumen. Da klickt man einfach auf den Wildschweinknochen, dann ist der drin, dann steht hier unten plus 70 in 30 Minuten. Was ich jetzt sehr gut finde, ihr seht da unten sind nur noch 30 Sekunden. Die 3 Minuten, die ersten, die laufen mit der Zeit. Das heißt, wenn man in den letzten Sekunden diesen Knochen hinzufügt, laufen jetzt im Prinzip schon die 3 Minuten, beziehungsweise wir haben jetzt theoretisch schon 2 Minuten 45 verstrichen. Obwohl wir sie natürlich noch gar nicht rum haben. Ne? Ja, und kriegen trotzdem schon das volle Geld mit dem Knochen. Jetzt, wenn der einmal drin ist, kann man aber nicht sagen, ja, nach 24 Minuten will ich ihn wieder raus haben oder ich will da jetzt was anderes drin haben, weil ich was Besseres gefunden habe. Nein, der bleibt jetzt drin. 27 Minuten ist der drin. Und da auch wieder zum Unterschied beim Fischmarkt
kann man auch eine Ware reinpacken. Mhm. Hier packt man aber eben fischige Sachen rein. Zum Beispiel Austern oder Hummer, stinkende Fische. Da sieht man halt auch, wie viel die so geben. Ja. Und die bleiben 2,5 Stunden da drin. Das heißt, da muss man sich schon eher überlegen, packe ich da jetzt noch was rein oder nicht? Weil man muss diese 2,5 Stunden am besten dann noch abwarten. Ansonsten verschwindet das Geld, weil man das Maximum ja dann irgendwann erreicht. Genau. Ich packe jetzt mal einen Hummer rein, weil ich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen weiterspielen werde, um euch das mal zu zeigen. Und da seht ihr dann auch plus 110, steht ja da oben drüber, in 23 Minuten. Und dann nochmal eine zusätzliche Wareneinnahme von 30. Das heißt, das ist ein Gewinn von über 25% nochmal obendrauf alle 30 Minuten. Sehr, sehr gut. Hier ist zum Beispiel eine Quest, die ich noch nicht angenommen habe, weil die wollen Kohle und das gebe ich dem nicht. Genau, weil da stand, wie wir eben schon gesagt haben, bringe. Moment. Ich mach nochmal. Bringe, nicht haben. Genau. So, und jetzt kann man hier halt, wie auch bei dem vorherigen, ganz normal die Nahrung sammeln. Eben die ganzen Fischschwärme hier abklappern, die man sich freigekämpft hat. Da sind es bei mir halt schon ein paar mehr. Mhm. Ja, ich hatte, kann ich ja auch sagen, die Brücke, die bei Carsten jetzt noch offen ist, ist bei mir noch zu, weil ich habe momentan, ich kriege kein Asterix und kein Obelix. Ich komme mit diesem Quest nicht vorwärts, weil der will jetzt von mir irgendwelche Rüben haben, dann will er das haben und das haben. Also die Questreihen sind wirklich schwer, Leute. Ich habe hier auch einen Asterix irgendwo rumfliegen, der mir noch eine Quest hat und die kriege ich auch noch nicht erledigt, denn man sieht hier, er will Rüben und Eisenbarren haben und für Eisenbarren, kann ich mal gerade zeigen, das hatten wir ja auch noch nicht, eine Schmiede, für Eisenbarren braucht man Kohle. Ja. Und da kann man auch sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, Eisenbarren herzustellen. Entweder durch Eisenbarren, die er durch Abbauen bekommt, oder aber, wenn ihr Römer, Eisenerz, oder aber wenn ihr Römer vermöbelt, da kriegt ihr diese komischen Teile dafür. Alteisen. Und die könnt ihr ja anstatt einem Eisenerz dann nehmen. Genau, das finde ich auch sehr geil. Man kriegt sehr oft Alteisen, das finde ich auch sehr gut. Also man kann nur sagen, fast jede Römereinheit, die man besiegt, gibt auch Alteisen. Mhm. Was ich auch sehr befürworte, dass man da eben diese zweite Chance hat. Genau. Ja. Was ich noch erwähnen wollte. Ihr seht jetzt hier mein ganzes Land freigekämpft. Ja, mein ganzes Land war freigekämpft. Doch was ist das? Da verbirgt sich doch wieder eine römische Patrouille im Wald. Wichtig zu erwähnen, die spawnen wieder. Also die kommen nach einer Zeit wieder. Ja. Ich wüsste jetzt keine genaue Zeit, aber ich würde mal sagen, so 1-2 Mal am Tag kommen die an den einzelnen Positionen wieder. Und was man auch noch erwähnen sollte, das hat man, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo Bäume fällt, dann kann das sein, dass da ein Hinterhalt ist. Oh ja, ganz, ganz böse. Und dann ist das auf einmal wieder gesperrt. Und die aus dem Hinterhalt kommen, sind stärker als die Legion, die vorher da stand. Nee, die sind immer auf 20. Hinterhalt ist, glaube ich, immer 20. Zumindest habe ich noch keinen höheren Hinterhalt gehabt. Also am Anfang hast du ja, ne, 15 und, mit 15, ja, ne? Und hinterher werden ja stärker mit 25, 35 und so. Das kann und man die ja aus mal dem Hinterhalt. Moment. Ich möchte mal gerade. Also man sieht hier an den Bildern, kann man auch gut erkennen, dass das unterschiedliche Einheiten sind. Also der Hinterhalt ist immer 20, wenn ich richtig bin. Dieser Typ hier ist eben eine Stärke von 35 und der Fettwanst hier ist eine Stärke von 25 und die 15er haben wir ja gestern schon gesehen, das sind so kleine Pipähne halt. Genau. Die sehen so ein bisschen aus wie der da. Und das, ich finde auch die Animationen total lustig. Hier dieser Fettwanst, ich weiß nicht, ob man das gleich mal gleich sehen kann, der verliert schon mal gerne einen Speer. Diese schmalen... Da. Ja, da, jetzt guckt er sich um, schnell wieder nehmen. Den Schmalhans, den wir da gestern gesehen haben, der pennt ein. Was macht er hier? Das weiß ich auch noch nicht. Man sieht sogar die Atmung, guck mal. Jo. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Ich meine, wenn man so spielt, wie ich es mache, kriegt man das nicht mit. Aber ich bin immer einer, der sagt... Das ist geil. Es ist eine Kleinigkeit, aber die bringt Atmosphäre. Sowas bringt Atmosphäre und das finde ich richtig gut. Und auf solche Kleinigkeiten müssen Entwickler achten, um eben wirklich sehr zufriedenstellend zu arbeiten. Lieber Entwickler, ich weiß, wovon ich rede. ja, aber was die jetzt hier... Oh, nichts abholzen, bitte. Was die machen, wissen wir nicht. Ne? Also die stehen einfach nur rum, vielleicht machen die einfach nichts. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass wir... Oh doch, jetzt macht er was? Macht also einen Jogginglauf auf der Stelle, finde ich sehr gut. Super Animation.
So, hier haben wir übrigens die Holzhütte. Das kann ich auch mal zeigen. Wenn man hier drauf geht, kann man diese auch aufrüsten. Das habe ich noch nicht gemacht. Das sieht man hier jetzt ganz gut, ne? Das ist halt wie, als wenn man ein eigenes Gebäude hat. Aber das verschwindet dann eben in 40 Stunden wieder. Genauso hier mit dem Bauernhof. Den habe ich schon mal aufgerüstet. Kann ich mal gerade die Nahrung rausholen. Hier habe ich schon aufgerüstet. Das kostet halt auch immer mehr von Zeit zu Zeit. Und der ist dann eben auch in 25 Stunden weg. Aber wichtig zu erwähnen, wenn man ihn sich wieder erkämpft, ist er natürlich wieder auf der Stufe, auf der man die Sachen aufgerüstet hat. Ja, was kann man noch sagen? Man kann Einheiten aufrüsten. Hatten wir das schon im Tutorial? Nee. Man kann auch die einzelnen Leute, die Dorfbewohner, zum Beispiel hier der Rumklicks, ist jetzt schon bei mir Stufe 2, beziehungsweise 3, also Stufe 2 und 3. Und hier ist Stufe 4, dafür braucht man dann eben diese Widerstandspunkte. Dafür sind die gut, eben um die Leute zu trainieren. Die bekommen immer ein Stärke mehr, dauerhaft ein Stärke mehr. Ja. Allerdings ist das natürlich auch eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Ja. Das fängt bei 100 an und bei mir sind es jetzt schon 600. Ja, bei mir wäre die nächste Stufe 300, auch. Ne? Oder? Nee, ich auch bin schon? Auch so, ja. Okay. Aber 300 ist eben die Zwischenstufe, also Stufe 2 kostet 100, Stufe 3 kostet 300 und Stufe 4 dann eben schon 600. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, danach kommt 1200. Aber das kann ich nur raten, aber ich bin schon ziemlich sicher. Ja. So, wir können mal gerade auf das Inventar zeigen, weil da kommen wir dann jetzt mal zu der Sache, wo wir sagen, das ist ein bisschen... Das ist sehr happig. Ein bisschen, ja, ich meine, ich habe mir... Wir hatten ja gerade eben gezeigt, wie schnell man 4 Slots freischalten kann und der 5. hat ja nur 75 noch gekostet. Bis hierhin fand ich auch alles super. Ja. Jetzt frage ich mich, warum, ich habe mir mittlerweile eine 6. Reihe dazu gekauft, ihr seht schon, das Inventar ist mega voll, ne? Also man findet so viele Sachen. Ich könnte jetzt natürlich hier Fische verkaufen, weil doppelt, ne? Das fliegt dann raus, das stackt sich dann auch automatisch zusammen, was ich gut finde. Also die Systeme sind sehr gut, ich habe hier noch einen Mistelzweig, den haue ich raus. Aber warum kostet dann dieses 6. Ding hier 320 Helme? Ja, ich habe die noch nicht zusammen. Ich habe 280 Helme gerade mal. Ich habe die mit Level, ich glaube, 22 oder 23. Habe ich die 320 zusammenbekommen, ohne ein einziges Mal Helme irgendwo für auszugeben, außer im Tutorial, das muss ich natürlich sagen. Ja. Da ist man ja gezwungen. Aber ich habe danach nie wieder Helme ausgegeben, außer für die Inventare. Und ich war mit Level 22 oder 23 fähig, diesen 6. Inventarslot zu kaufen. 320 ist viel, hätte ich persönlich jetzt vielleicht ein bisschen weiter runtergesetzt, weil dieser Sprung von 75 auf 320, ist den finde ich ein bisschen groß. Da hätte man vielleicht 200 nehmen können. Ja. Aber dann kommt es noch härter. Da habe ich mir gedacht, gut, den hast du jetzt zusammenbekommen. Gehst du mal auf die nächste Seite. Jetzt sind das schon 600 Helme. Da frage ich mich persönlich, wie soll man bitte an 600 Helme rankommen? Wir haben ja gesagt, man bekommt alle 5 Level 5 Helme mehr. Mhm. Das heißt, ich bekomme jetzt von Level 26 bis 30 30 Helme pro Level. Das macht 150 Helme in 5 Leveln. Da bin ich gerade mal bei einem Viertel. Das habe ich auch nicht so ganz kapiert. Also das hätte man ein bisschen niedriger gestalten können. Ich meine, klar, die müssen verdienen, die wollen ein bisschen auch, dass man dann eben diese Helme kauft. Kann ich alles verstehen, aber warum dann von jetzt auf gleich so Riesensprünge? Ich meine, man würde ja nichts sagen, wenn die Sprünge grundsätzlich so groß wären. Aber man hat ja gesehen, man fängt mit 5 Helmen für das nächste an, dann kommen 15, dann kommen 35, dann kommen 75 und auf einmal 320. Dann hätte man gleich sagen müssen, ja, wir müssen halt jetzt einfach ein bisschen Druck machen. Dann kann ich das verstehen, aber so von jetzt auf gleich so ein Sprung, ja. Das fand ich ein bisschen... Mit dem Patch kam das aber, ne? Ja, vorher konnte man eben nur... Also vorher... vor dem 2. Juli gab es nur 5 Seiten. Also da ging es nicht weiter als bis hier. Mit 75 Helmen war man da am Ende. Und seit dem 2. Juli gibt es eben bis auf 10 Seiten die Erweiterung. Und allein die 7. kostet schon 600. Das heißt, ohne Bezahlen kommt man eigentlich nicht auf die 7. Seite. Also kommt man schon mit viel, viel Mühe und Arbeit. Man muss natürlich dazu sagen, man kann sich auch Helme noch zusätzlich erspielen, wenn man römische Legionen besiegt und sowas. Aber da kriegt man dann mal einen Helm. Ja. Ja, weiß ich nicht. Hätte man ein bisschen anders machen können. Auf den Markt können wir jetzt auch zugreifen. Da hatten wir ja gehört, man könnte mit Sesterzen Sachen kaufen.
ich klicke mal durch und ich sehe hier nur Helme. Jetzt gehe ich einfach auf Sammlerstücke und ich sehe nur Helme. Jetzt gehe ich auf Nahrung und ich sehe nur Helme. Bei Sesterzen sehe ich nur Helme und Code einlösen, ja, da kann man eben Code einlösen. Ja. Also, warum kann man sich hier irgendwas für Sesterzen kaufen? Ich weiß es nicht, ich finde es auch nicht. Nee. Liebe Entwickler, bitte schreibt nicht rein mit Sesterzen kaufen, wenn man es nicht mit Sesterzen kaufen kann. Dann schreibt einfach, der Markt ist für Römerhelme. Das ist, würde ich dann einfach sagen, ja, okay, ist der Ingame-Shop. Ja. Ich bin allerdings immer dafür, bei Free-to-Play-Titeln eine Mischlösung. Ich liebe Free-to-Play-Titel mit Mischlösung, also dass dann hier eine zweite Währung eben die Römerhelme, die Sesterzen eingeblendet werden, ja, dass man sich auch alles eben mit Sesterzen kaufen kann. Wobei ich sagen muss, dass ich es wahrscheinlich nicht machen würde, weil Sesterzen echt scheiße schwer zu bekommen sind. Trotz diesen beiden Gebäuden ist das eine Zeremonie, die schon für manche Gebäude recht lange dauert. Ich kann euch ja mal zeigen, wie viel ich für das nächste brauchen würde. Ne, das ist nicht das nächste. Das hier ist das nächste. Auf Stufe 26. Ich bin 25. 9000 Sesterzen. Ich mache in 2,5 Stunden mit dem Hummer 140 mal 5. Sind 700. Und hier mache ich in 2,5 Stunden, wenn ich immer einen Knochen reinlege, meinetwegen, mache ich in einer halben Stunde, warte, was habe ich gesagt? Das sind 70 und 9 mal 10 sind 90, sind 160, ne? Mhm. Das sind 700 plus 160 mal 5 sind 800, das heißt, ich kann 1500 Sesterzen alle 2,5 Stunden machen. Ist eigentlich in Ordnung, kann ich sagen, ist ja in Ordnung. Aber wenn man damit dann noch Sachen auf dem Markt kaufen möchte, wird es schon knapp. Wird es knapp, ja. Weil man hat natürlich nicht nur diese 1500 hier, sondern man verkauft überflüssige Sachen. Zum Beispiel hier so eine Auster mal eben verkaufen oder hier Fische verkaufen, weil man zu viele hat. Ne? Man kann ja nicht alles rummüllen oder so. Ja. Da kommt dann auch nochmal Geld zusammen. Aber grundsätzlich ist das, find ich das unfair, liebe Entwickler, wenn ihr sagt, ne? Nur mit den Römerhelmen. Genau. Gut, was können wir noch zeigen? Was haben wir vergessen? Tja, da haben wir eigentlich alles. Ja, also hier oben, genau, was wir noch zeigen wollten. Hier oben ist ein Druidenzirkel. Wenn man hier die Brücke erkämpft hat, verschwindet hier der Nebel. Hier oben ist ein Druidenzirkel in Kürze, gibt es also noch nicht. Hier oben ist noch irgendwas in Kürze und hier steht auch in demnächst verfügbar. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein längerer Zeitraum bleibt oder ob das das nächste ist, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall sieht man hier schon, dass noch viel gearbeitet wird. Ich muss auch sagen, der letzte Patch, der war gut. Der hat viel verändert, weil vorher musste man immer bei den Einheiten gucken, welche Stärke haben die, weil die, glaube ich, alle gleich aussahen. Genau, die sahen alle gleich aus. Die hatten alle nur diesen schmalen Hans gehabt. Genau, genau. Da musste man dann immer gucken. Das haben die schon gut verbessert. Jetzt mittlerweile hat man das alles auf den Blick. Ich finde die Spawnraten der Schweine und der Fische finde ich sehr legal, legal sag ich schon, legitim, sind ganz in Ordnung. Fische, ja, wäre natürlich schön, wenn die ein bisschen schneller sind, aber man kann verstehen, dass man da natürlich so eine Mischlösung auch findet zwischen schnell und nicht so schnell. Was ich allerdings sagen muss, hier zum Beispiel ist der Steinbruch. Der Steinbruch macht alle 30 Minuten einen Stein. Jetzt frage ich mich, wieso macht der Holzfäller nur alle 45 Minuten ein Holz? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, ich möchte aber hier noch eben diesen 35er kaputt machen. Denn der stört mich da. Und dazu nehmen wir uns 4 Personen. Damit haben wir 100%. Die fünfte könnte ich natürlich noch mit reinpacken. Aber der würde dann Stärke verlieren. Genau. Ich möchte aber gerade gucken, how fix ist der hier? Das sind dann aber keine 100% mehr. Das ist schade. Das ist, das können wir auch noch sagen. Mit 93%, das ist schon viel. Glaubt uns, wir haben mit 93%, 94%, 96% schon verloren. Ja. Verloren. Ja, ja, klar. Dafür haben wir aber auch schon mit 15% oder so gewonnen. Ich zumindest. Ja, ich mit 40. Ich hatte nämlich abends, bevor ich ins Bett gehe, mal meine Leute einfach aufs Niedrigste runtergehauen, weil die laden ein Stärke alle 5 Minuten auf. Finde ich, ist eine faire Anzahl, weil jeder gleichzeitig, also im Prinzip bekomme ich 5 Stärke pro 5 Minuten. Ja. In dem Falle jetzt, wenn ich dann noch einen, den letzten Charakter dabei komme, sind es dann 6 Stärke alle 5 Minuten. Und dann bin ich hier einfach, ich hatte hier noch so ein paar Düppel, so wie hier rumstehen. Ich denke mir, komm, du gehst jetzt eh pennen, die laden sich über Nacht auf.
habe ich den angegriffen, gewonnen. Dann hatte ich noch, keine Ahnung, irgendwie eine Stärke von 40 oder so, habe ich den angegriffen und dann hatte ich den auch noch gewonnen und habe mich dann da einmal durchgeboxt und 3 Kämpfe hintereinander gewonnen. Das geht also auch, ne, mit ein bisschen Glück halt. Gehört halt auch zu so einem Spiel dann mal dazu. Ja. Ansonsten haben wir euch jetzt mal so einen kleinen Einblick gezeigt, wie das Ganze dann aussieht, wenn man jetzt da ist. Und ich kann euch sagen, das Spiel ist mega kurzweilig. Also, es ist nicht so wie ein typisches Browserspiel. Ich finde, die haben einfach irgendwas Grundlegendes verändert. Nämlich, man hat Beschäftigung. Ja. Du klickst nicht irgendwo drauf und sagst so, jetzt muss ich eine Stunde warten. Klar machst du das. Zum Beispiel hier, du baust einen Speer, musst eine Stunde warten. Oder hier, du baust ein Schwert, da musst du sogar schon 2,5 Stunden warten. Das finde ich für ein Schwert 2,5 Stunden übrigens auch ein bisschen übertrieben. Da hätte man auch ein bisschen Zeit runtersetzen können, weil allein die Produktionskosten sind schon so hoch. Mhm. Aber man muss dann da natürlich drauf warten, aber hier diese Wildschweine kommen alle 3, 4, 5 Minuten, die Fische kommen und man ist ständig am Machen und am Tun und dann genau. Kann man Holz hacken und so. Und was wir auch noch, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, die Weizenfelder sind ja zum größten Teil abgerodet. Ach so, ja. Die kommen nach 24 Stunden wieder. Genau, also die kommen wieder. Auch hier so Steine, die man mal weg hatte, die kommen dann auch irgendwann mal wieder. Da ist auch sogar eine Anzeige, wie lange das dann noch dauert. Ja, ne? Da sind jetzt noch fast 20 Stunden, dann noch 2,5 und so, ne? Also die kommen nach 24 Stunden, wenn er die komplett abgerodet hat, nicht nur ein paar, kommen die dann wieder. Oder 25 Stunden, ich weiß es nicht. Ja, oder 25, irgendwie sowas. Weil da 24 Stunden und 8 Minuten, das ist ein bisschen komisch, ne? Keine Ahnung, auf jeden Fall so Tag, ja. Nach einem Tag sind die wieder da. Aber die Steine brauchen länger und Bäume. Mhm. Aber da hat man mehr als genug erstmal von, finde ich. Unser Vater spielt das auch und der ist immer am Meckern, er hätte keine Steine mehr, weil er sie alle verkauft hat. Und ich habe das nicht getan und habe deswegen auch kein Steinproblem. Aber gut, ja, das zum Spiel, liebe Leute. Ja. Asterix and Friends, was kann man als Fazit sagen? Ist ein schönes Spiel als Abwechslung, wenn man mal keine Lust auf irgendwas Größeres hat, was man sonst so spielt, Call of Duty oder was weiß ich nicht. Man kann es auch alleine spielen, wenn man möchte, man braucht nicht zwingend Freunde, man muss sich auch keine Helme kaufen und so, um irgendwie weiterzukommen, das kann man sich alles so erarbeiten, das ist, finde ich, ein sehr faires System. Ja, also ich persönlich kann das Spiel einfach nur empfehlen. Es macht Laune. Ja, also mir geht es natürlich ähnlich, ich finde auch, das Spiel hat ein sehr, sehr faires Prinzip. Man hat viel zu tun, man ist ständig unterwegs, man kann das sogar mit Let's Play gucken verbinden, also das mache ich manchmal. Ich grase alle Fische ab und alle Schweine ab und mache die Münzen aus den Sachen raus, dann gucke ich mir eine Folge von einem Let's Play, gehe wieder rein, mache wieder die ganzen Fische und Schweine. Genau, und man hört das ja auch, ne? Ihr habt ja auch das Rascheln jetzt bestimmt schon öfter gehört, über den Fischwarm wieder kam, genau. Blub blub, ne? Dann kann man auch mal irgendwas pausieren. Wenn man sehr stark dahinterher ist, ne? Und dann hat eben schnell wieder abgerahmt und dann weitergucken. Genau. Ich mache meistens, gucke ich mir dann so eine Folge zu Ende oder so. Man kann es auch einfach mal eine Stunde oder zwei oder drei stehen lassen. Dann füllen sich hier die ganzen Sachen, wenn man mal gerade auf irgendwas Genaues spart. Also man hat hier wirklich ziemlich faire Sachen. Man kommt ohne Geld weiter. Was ich persönlich jetzt als Mangel sehe, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Tatsache, man kommt ohne Geld gut voran, muss man sagen. Jetzt finde ich persönlich es unfair, dass wenn man Geld bezahlt, im Prinzip schon ziemlich viel zahlen muss. Weil wenn man sich den Markt anguckt, wir können mal gerade gucken, wie viel muss man denn so für Helme zahlen. Das können wir mal zeigen. Das Ganze sieht hier so momentan aus. Man muss sagen, es ist eine Beta. Ich weiß nicht, ob das noch verändert wird oder nicht. Mhm. Aber man bekommt für 3 Euro hier so 430 Helme. Jetzt haben wir ja hier gesehen, wenn man hier sich dieses Ding hier am Ende kaufen will, dann braucht man schon 600 Helme. Das heißt, da würden 3 Euro schon nicht mehr reichen. Ja. Dann finde ich, das mit dem Inventar ist noch in Ordnung. Also so 3, 4 Euro für so ein Inventar später ist okay. Ist okay. Aber jetzt haben wir ja gesehen, wir bekommen 400, sagen wir mal 450 für 3 Euro. Das ist noch hochgerechnet. Jetzt haben wir hier aber einen Knochen für 280. Ja, einen Knochen. Jetzt frage ich mich, warum zahlt man für einen Knochen 280 Helme, was ja umgerechnet mehr als 1,50 Euro ist. Ich glaube, das ist einfach nur ein Tippfehler, aber guck mal, alles andere auf der Seite. Ja, aber den Knochen, jetzt kann man natürlich, ich glaube, es gibt da jetzt auch die Argumentation, den Knochen kann man ja in die Sester, in der Metzgerei für mehr Sesterzen reinpacken.
Aber da finde ich 280 schon ein bisschen viel. Weil du kannst nämlich... Der Hase kostet 49. Ich sag ja, das kann nur ein Tippfehler sein. Liebe Leute, ihr habt einen Tippfehler bei euch. 279 für so einen Wildschweinknochen. Weil nämlich die Gedärme kannst du auch in die Metzgerei reinpacken. Die kosten auch nur 49. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass die 79 kosten sollen. Oder 29, was auch immer. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die 79, weil... Der Hase kostet 49 und der Hase gibt am meisten in der Metzgerei. Ja. Der gibt 120. Okay, dann 27 oder was? Ja, vielleicht 27. Das kann eigentlich nur Tippfehler sein. Keine Ahnung. Also, falls die Entwickler hier zugucken sollten oder so, ne, da ist ein Tippfehler. Oder wir glauben, dass da ein Tippfehler ist, weil wir können uns 280 nicht vorstellen. Ansonsten schreibt uns vielleicht eine Begründung oder so. Keine Ahnung. Sammlerstücke habe ich auch gesehen. Hier zum Beispiel Eisenerz 280, Golderz 280. Mhm. Finde ich ein bisschen viel. Ich meine, Golderz ist zwar selten, aber man braucht es fast gar nicht. Ich weiß gar nicht, habe ich Golderz? Ich habe Golderz, ja. Also, finde ich, ist ein bisschen viel 280 und hier hinten zum Beispiel so eine Perle 280 oder hier der Edelstein 400. Da muss ich sagen, hier auch Federn 280, das sind irgendwie noch aus dem Leben gegriffene Zahlen, finde ich. Bei der Nahrung muss ich allerdings sagen, das finde ich, es sieht sehr fair aus. Sehr gut gestaffelt. Mhm. Sieht für mich eigentlich, sieht fair aus. Ja. Sieht fair aus. Hier auch ist dasselbe Prinzip. Mhm. Ne? Also das haben die ganz gut durchdacht. Aber ich finde, der Markt, der muss auf jeden Fall noch überarbeitet werden. Das ist meine Meinung. Ansonsten Tippfehler, wenn das einer ist. Ja, wenn das Tippfehler sind, auf jeden Fall raus damit. Ansonsten muss ich sagen, macht das Spiel mega Laune. Man hat immer was zu tun, man hat viel zu tun. Man kann fremden Leuten helfen, Freunden helfen, man muss sich selber helfen, man muss viel rumarbeiten, bauen, klicken, sammeln und. Also das verbindet sehr, sehr viel. Mhm. Es macht einen Heidenspaß. Und ich glaube, damit sind wir jetzt raus. Das ist, glaube ich, Fazit genug. Und wenn ihr mehr sehen wollt, zum Beispiel beim Patch 2 oder so, der bald kommt, dann schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denn das Ganze hier empfunden habt. Also diesen Aufbau von, wir starten ein Browser-Game von ganz vorne, dann zeigen wir noch ein bisschen, wie man ein bisschen weiterspielt und dann zeigen wir mal einen Stand, der ein bisschen weiter hinten ist, damit man einen Einblick bekommt, ob euch das jetzt eher gespoilert hat oder ob das für euch wirklich einfach nur ein Einblick in das Spiel war, der euch ein bisschen gezeigt hat, wie das Ganze funktioniert. Denn ich hoffe, wir haben nicht zu viel Informationen preisgegeben und das Spiel im Prinzip jetzt schon schlecht geredet oder so. Denn das ist es nicht. Es ist ein super Spiel. Es macht einen Heidenspaß. Und ja, schreibt uns und wir würden uns natürlich freuen. Ja. Damit verabschieden wir uns aus dieser Serie und ja, sagen Tschüss, macht's gut. Tschüss.